Willkommen in der nächsten Folge. Weiter geht's. Dieses Gebäude fungiert nicht nur als Stadion, sondern auch als Energiewerk. Lass uns zusammen einen Blick auf mein Tablet hier werfen. Da stehen alle wichtigen Infos. Lies es euch durch hier, ja? Wir bewirken gar das mit Hilfe der Energie der Wunschsterne des Lebens zu erleichtern. Naja. Och, ich würde ja gerne noch ein bisschen weiter plaudern, aber die Pflicht ruft. Ich bin auf dem Weg, bevor ich wieder Ärger mit Olivia bekomme. Ich würde vorschlagen, dass du als nächstes zur Schatzkammer gehst, Flo. Weg in Richtung Route 6. Jawoll, hatte ich auch vor. Ich glaube noch nicht, dass ich hier kämpfen muss. Ich glaube, das ist eine der letzten. Oh, Lilien. Hätte mal mit dir wieder gerechnet. Na Flo, wie läuft es so? Wie sieht's aus? Weiß ich auch nicht. Sag mal, weißt du zufällig, was Poplus ist? Wenn ich gerade gegangen bin, ist der Kreide bleich geworden und wollte mir nicht ins Gesicht sehen. Dann hat er sich einfach aus heiterem Himmel entschuldigt, ohne mir zu sagen, was. Ich dachte mir, dass du als sein Rivale weißt, vielleicht Bescheid. Wenn ich raten müsste, würde ich sagen, dass er einen Kampf verloren hat. Kann das sein? Ein Kampf zu verlieren tut weh, das ist völlig normal. Aber man muss seinen Fehler lernen und neue Stärke aus ihnen ziehen. Wenn überhaupt das gelingt, hat er das Zeug dazu, ein richtig guter Trainer zu werden. Ob Hopp dazu das Zeug hat, das ist ja die Frage. Hoppla, ich muss euer los. Wenn ich später zu meinem Meeting mit Rose komme, kriege ich Ärger mit Olivia. Wenn ich jetzt wüsste, wo es lang geht, Aber ja, wo du schon mal hier bist, rate ich dir bei einem großen Rivalen noch einfach vorbeizuschauen. Er wird die letzte Hürde sein, die du im späteren Verlauf der Arena-Challenge überwinden musst. Du sollst ihn vor der Schatzkammer antreffen, der sich kurz vor Route 6 befindet. Andere Richtung, Lilien, andere Richtung. Naja. Hey, du bist doch der eine der beiden Trainer. Dein Name ist. Moment, ich hab's gleich. Dein Name. Ah ja, Flo, genau das war's. Die scheinen großes Potenzial in dir zu sehen. Dann hast du sicher einiges auf der Kasten. Aber wenn du gegen mich kämpfen willst, brauchst du erstmal 7 Orden, ja. Ich will nur zur Schatzkammer. Du bist also gar nicht wegen mir, sondern wegen der Schatzkammer hier? Ach, gute Idee. Ein Blick in die Vergangenheit, Galas, kann nicht schaden, wenn du mehr über Pokémon wissen willst. Mir gefällt, wie eitrig du bist. Komm mir nach. Ja, nimm. Das ist meine Liga-Karte. Ja, cool, wenn ich jetzt die Option hätte zu reißen. Zur Schatzkammer geht's erst die Treppe rauf. Boah, gut. Ich denke mal, ich finde die aus. Genau, seiner. Den Namen schon wieder von ihr vergessen. Das ist noch eine TM, das habe ich genau gesehen. Charm, yay. Das Item scheint mir nicht der Fall zu sein. Blö. Und rein hier. Du bist es, ja. Schau mal, ist das nicht unglaublich? Im Wandteppich hier sind Episoden aus der Geschichte Galas abgebildet. Hier sieht man zwei Jünger, die einen Wunschstern betrachten. Hier bricht Unheil über das Land herein. Die beiden Jünglinge sehen verzweifelt aus. Hier schauen sie zu einem Schwert und einem Schild auf, die dem Unheil irgendwie einhalten. Ach, gebieten. Einhalt gebieten, ja genau. Und dann tragen die beiden plötzlich Kronen. Dieser Wandteppich erzählt, wie das Königreich von Gala gegründet wurde. Sag mal,
Bei den Betrachten der Bilder auf dem Wandteppich irgendwas aufgefallen? Ja, das gibt nur einen Helden. Ja, das dachte ich auch. In diesem Hotel in Engine City ist nur ein einziges Heldenstatue. Aber diese Wandteppiche erzählen eindeutig die Geschichte von zwei jungen Helden. Hm. Gab es nur einen Helden oder gab es zwei? Und was denkt ihr in dieser finsteren Nacht? Danke für deine Aufmerksamkeit. Mir dabei geholfen, meine Gedanken zu ordnen. Ich werde noch ein bisschen hierbleiben, um die Wandteppiche zu versuchen. Ob nicht kannst du, wenn du fragst, sie bei den Arena Challenge fortsetzen. Meine Unterstützung ist dir auf jeden Fall sicher. Hier, nimm das. Immerhin. Ja. Na ja, gut. Ja, wir haben die Wandteppiche mit dem Heldengalas gefallen. Heute gibt es in Gala zwar keinen Helden mehr, aber Dillian kommt dem Ganzen als Champ. Vielleicht noch am nächsten. Wo wir gerade von ihm reden. So, wenn du wirklich vorhast, den Superstar Dillian zu schlagen, liegt noch ein Arbeit vor dir. Packe daher die nächste Minute 6 nach, pack weg und trainiere unterwegs, was das Zeug hält. Was ich wohl schade finde, dass jetzt quasi die Naturzone wieder vorbei ist. Was willst du denn? Oh, eine Arena-Schilder. Du willst bestimmt nach Passback, oder? Das? Na, weil Route 6 nach Passback führt. Wow. Hey, please. What the fuck up? Ah, das sieht aus wie eine Bodenarena. Okay. Große Scheiße. Was für eine süße Schlange an. Die liegen mit den Nachhügeln ein. Deine Grüße, Fenster Langer. Du kannst dich auf uns verlassen. Wir sorgen dafür, dass du hier ein Eier machen kannst. Ich sehe eben nochmal durch. Bin auch ganz leise, damit euer Pokémon nicht aufwacht. Aber ja doch, bitte sehr. Hey Flo, komm, lass uns zusammen nach Papa gehen. Danke, gehört ihr zum Ziel? Hm? Müssen auch mal kurz durch. Nix da! Seid Kinder. Kinder sind bekannt dafür, dass sie nur überall leer machen. Dann habt ihr es Kinder, das heißt, ihr seid Arena-Challenger. Tja, Pech gehabt. Arena-Challenger lassen erst recht nicht durch. Ihr werdet nur irgendwie strampeln am Ende noch unser armes kleines Salanga auf. Ich finde das toll. Die nächsten Etappe der Arena Challenge im Passback. Weißt du, wir müssen sie unbedingt durchführen. Kämpfen gegen sie. Oh, geht's noch? Ja. Wollt ihr den Salanga aufwecken oder was? Okay. Ich mag sie mir nicht. Das sollte genug machen. Und ich gebe jetzt gleich nochmal heilen. Das auf jeden Fall. Boom. Amo hat Level 40 erreicht. Level 30er Pokémon. Bodycheck, das geht nicht, wenn die Energie nicht umbringt. Ist halt auch eine Alternative, ne? Okay. Da kommt schon einmal Vital drauf hier. Perfekt, das ist selber gekillt. It's a genius.
Hey, Level 39. Hat ob mal echt gegen die verloren. Ja, hopp. Ist okay, hopp. Ich weiß ja nicht. Wie sie da von dem aufwacht. Bin ich gar kein Fan von. Ich bin alleine. Oh, und du Elektro. Ihr seid echt ein Wahnsinns-Team. Ach man. Ich kann es immer noch nicht fassen, wie TS mich so fertig gemacht hat. Ich meine, ich weiß ja, dass man nicht jeden Kampf gewinnen kann. Ihr will einfach nicht aus dem Kopf gehen, der am Ende da stand und sagte, da. Eine Schande für mein Bruder sei. Ich habe mich alles für meinen Sprechling gehalten. Das irgendwann auch auf meinen Bruder ab. Ich will auf keinen Fall, dass Dieden Ruf nur wegen mir Wasser bekommt. Es ist schließlich Dieden, der Unschlagbare. Ich glaube, ich muss mir das alles nochmal durch den Kopf gehen lassen, Flo. Bis später dann. Okay. Na, jetzt bist du wach geworden. Boah, ne? Okay. Bruder, der Trainer mit den Empfehlungen von Lilian, nicht wahr? Du denn für eine? Ein paar Pillar. Wenn du mehr über mich wissen willst, dann werf einen Blick auf meine Liegekarte. Okay. Du musst mir mal zeigen, dass du wirklich bist, Kindchen. Nicht heute, aber irgendwann. Was für eine alte Hexe. Aber, wie bereits erwähnt, wir können uns ganz auf unsere Pokémon heilen. So. Dann halten wir bitte mal meine Pokémon. Vielen Dank. Super, bitte beehren uns bald wieder. Jawohl. Fahrrad gerade nicht verwendbar. Dann einmal. Pokémon bewegen. Bewegen. Ich wollte die jetzt mal. Pokémon bewegen. Und Pokémon bewegen. Dann eigentlich überlege ich tatsächlich. Überlege ich ihn rauszunehmen. Er ist halt gestellt. Wasser. Hilft Elektro, nur Elektro. Auch die Frage, brauche ich das? Eine gute Frage. Der Typ. Boah, dazu gesagt, ich hätte schon irgendwie auch gern Geist-Pokémon bei mir. Im Team. Luck. Und 28er ist völlig. Ja, noch ein Geist-Pokémon mit dabei.
Ja. Ja, doch. Hätte ich irgendwie Lust drauf auf Eis-Pokémon gerade. So zwei Elektro-Pokémon, eins davon. Ist jetzt weg? Ne, okay. Oh, Spezial. Kann dem eine Geisterattacke beibringen? Ach, das ist eine andere Frage. Echt. Ja, ein Angriff, was? Angriff. Nix. Sieht das bei dir denn aus? Gift? Gift? Eine 61er Angriff ist nicht schlecht. Und arbeiten? Ich behaupte. Auch praktisch. Ziemlich hoch. Oh. Glaub dich, können wir mitnehmen. Wenn ich Spukball jetzt beibringe, das macht irgendwie, glaube ich, keinen Sinn, keinen großen. Aber wie gesagt, Angriff ist das Stärkste von dem und Initiative. Er kann gerne Spukball erlernen, das macht schon Sinn. Ich möchte doch erstmal ein, zwei Sachen schauen. Wie besteht bei dir denn mit den physischen Schaden? 90. Das ist eine der Initiative. Ziemlich ausgeglichen im Oberbereich. Hier ist angehört. Initiative down ist durch. Diesen. Okay. Der und Angriff ist ziemlich stark. Ja, halt, ne? Er ist halt auch der Angreifer. Aber die ist jetzt trotzdem im Sinn. Bisschen was aufboosten. Ja, Nachtnebel kann ich mich daran erinnern, weil glaube ich auch nicht. Ne, okay. Hier schon kein physisches Moveset. Apollo. Nice, so schnell geht's. Nidoran entwickelt sich. Jetzt müsste es nur einmal tauschen, das wäre ganz nice.
Finsterfaust ist aber, glaube ich, wie sich, ne? Mhm. Nein, Beginn und Vater lernen es noch. Level 29. Tatsächlich? Dieb? Ein Purenta. Erstmal den Silberblick dafür weg. 1, 2 und schwupp. Brent hat Silberblick vergessen und Giftieb erlernt. Wir starten jetzt ein bisschen was aus, ganz klar. Müssen wir auch mal machen. Wirklich. Auch nicht. So cool. Aber braucht keiner. Keiner braucht keinen. Braucht keiner. Das ist eventuell wiederum was anderes. Ich glaube, das wäre nicht mal so verkehrt. Habe ich ziemlich viele Fähigkeiten. Ich habe 2 Feuer, einen Angriff und einen Physik. Das hatte ich, glaube ich. So. Okay, das war's auf jeden Fall. Dann sind wir bestens ausgestattet. Ich speichere mir nochmal beenden die Folge jetzt an dieser Stelle. Und ab dann gehen wir dementsprechend auf die Route 6. Bis zur nächsten Folge und danke fürs Zuschauen.